Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich einen Honigkuchen. Dieser Kuchen ist unkompliziert in der Zubereitung, schmeckt aber sehr gut. Ich zeige euch jeden Schritt, bleibt dabei und schaut es euch an und macht diesen Kuchen auch mal nach. Ich denke, euch und euren Gästen wird er auch sehr gut schmecken. Außerdem bestelle ich heute wieder einen Gruß an jemanden von euch und wer das sein wird, da seid mal gespannt drauf. Für den Teig brauche ich 250 Gramm Zucker, 6 Eier, 150 Gramm Honig, einen halben Teelöffel Backsoda, 270 Gramm Butter, 550 Gramm Mehl und einen Esslöffel Backpulver. Den Honig gebe ich in einen kleinen Topf, stelle ihn auf den Herd und lasse ihn heiß werden. Dann gebe ich auch schon das Backsoda hinzu und rühre die ganze Zeit, bis sich das Backsoda im Honig aufgelöst hat. Wenn es so beginnt zu schäumen, kann ich auch schon die Butter hinzugeben und rühre die ganze Zeit weiter. Ich rühre so lange weiter, bis die Honig-Butter-Mischung so beginnt zu schäumen und zu blubbern, dann ist sie fertig. Dann kann ich sie von der Herdplatte nehmen und hinstellen zum Abkühlen. Jetzt gebe ich alle 6 Eier in die Rührschüssel von der Küchenmaschine. Man kann es aber auch mit dem Handmixer machen oder sogar auch mit dem Schneebesen von Hand. Aber mir ist es so bequemer, mit dem Mixer, mit der Küchenmaschine das zu machen oder mit dem Mixer, ist auch ganz bequem. Zu den Eiern gebe ich jetzt den Zucker hinzu und schlage das Ganze auf, bis es richtig schön weiß und schäumig wird. Die Honigmasse ist inzwischen etwas abgekühlt. Sie ist noch nicht lauwarm, aber sie ist schon so warm, dass man sie mit dem Finger anpacken kann, wenn man möchte. Also so wie gutes warmes Badewasser, so dass man es gut aushalten kann. Dann ist es auch schon gut genug. Dann schalte ich meine Eiermasse wieder ein, auf kleiner Stufe. Jetzt gebe ich das Mehl dazu. Das Mehl werde ich vorher noch mit dem Backpulver so ein wenig vermischen. Den Backofen habe ich jetzt angemacht auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und Umluft. Jetzt lasse ich die Eiermasse weiter rühren auf niedriger Stufe und gebe das Mehl so nach und nach dazu. Wenn sich alles gut miteinander vermischt hat, dann ist der Teig jetzt auch fertig. Ich habe mir hier zwei Backbleche fertig gemacht und werde den Teig jetzt auf zwei Hälften teilen.
Auf jedes Backblech kommt eine Hälfte vom Teig drauf. Wenn ich den Teig so einigermaßen gleichmäßig verteilt habe, dann werde ich ihn jetzt noch gerade streichen und dann geht er auch schon in den Backofen. Wenn ich den Teig so gleichmäßig über beide Bleche verstrichen habe, stelle ich jetzt beide Bleche gleichzeitig in den Backofen. Den ersten Kuchen nehme ich schon raus, der stand oben. Der ist ein paar Minuten früher fertig, der war jetzt 12 Minuten drin. Ich mache die Stäbchenprobe. Das Stäbchen ist ganz trocken. Wenn das Stäbchen trocken rauskommt, dann ist der Boden fertig, dann muss man ihn auch nicht mehr länger backen. Den zweiten Boden lasse ich noch 2 Minuten oder so oder 1,5 Minuten länger drinnen. Der ist mir noch ein bisschen zu blass, weil wie gesagt, der stand unten. Der zweite Boden ist jetzt auch fertig. Ich gebe beide Böden jetzt auf dem Kuchengitter und lasse die erstmal auskühlen. Die Böden drehe ich jetzt einmal um und ziehe das Papier ab. Jetzt schneide ich jeden Boden einmal in der Mitte durch. Die Böden lege ich jetzt aufeinander. Schneide die Ränder gerade. Die Reste hier, die hebe ich auf, die brauche ich später für die Krümel. Wenn ich mir die Böden so zurechtgeschnitten habe, beginne ich jetzt die Creme zu machen. Dafür gebe ich 400 ml Schlagsahne in einen großen Rührbecher und gebe 2 Päckchen Sahne steif und 2 Päckchen Vanillezucker je 8 Gramm dazu. Jetzt schlage ich die Sahne mit dem Handmixer richtig schön steif. Wenn ich die Sahne so schön steif geschlagen habe, gebe ich jetzt Frischkäse dazu. Ich habe hier 175 Gramm Frischkäse, den gebe ich jetzt einfach dazu. Außerdem gebe ich auch gleich die gezuckerte Kondensmilch dazu. Und zwar gebe ich etwa 200 ml gezuckerte Kondensmilch dazu, eine halbe Dose ungefähr. Etwa so. So viel bleibt noch über. Das Ganze schlage ich jetzt weiter auf. Wenn sich alles gut miteinander vermengt hat und ich noch so ungefähr 2-3 Minuten weitergeschlagen habe, ist die Creme jetzt auch fertig. Jetzt mache ich mir von dem gebrauchten Backpapier, das ich eben abgezogen habe, solche Streifen fertig. Ich habe mir hier so eine Platte zurechtgestellt, die lege ich jetzt mit diesem Papier aus. So an den Rändern. Und hier drauf gebe ich jetzt den ersten Boden.
Böden werde ich mit etwas Milch tränken. Und zwar gebe ich einfach so esslöffelweise ein wenig Milch drauf. Da könnt ihr auch ein anderes Getränk nehmen, zum Beispiel irgendeinen süßen Saft oder Kakao oder Kaffee oder was ihr gerade für einen Geschmack da reinbringen möchtet. Ich nehme mal in diesem Fall Milch. Wenn ich den Boden so getränkt habe, gebe ich einen Teil der Creme drauf. Und verstreiche die Creme. Jetzt lege ich den nächsten Boden drauf. Und tränke ihn auch wieder mit Milch. Hier drauf kommt jetzt auch ein Teil der Creme. Und so mache ich es auch mit den anderen Böden. Immer wieder mit Milch tränken und Creme drauf geben und die Creme verstreichen, bis ich alle vier Böden drauf habe. Den letzten Boden lege ich mit der glatten Seite, also das ist ja die obere Seite, und ich lege ihn praktisch mit der unteren Seite nach oben, damit er mir oben schön glatt ist. Drücke ihn noch so fest. Und tränke ihn wieder mit Milch. Jetzt gebe ich auch die restliche Creme drauf. Die restliche Creme verteile ich jetzt oben rum und auch an den Rändern. Reste gebe ich jetzt hier in den Zerkleinerer. Ihr könnt die auch von Hand klein machen. Das geht auch. Die machen sich sehr gut auch von Hand klein. Einfach so. Ja, das geht auch. Aber ich mache sie jetzt hier drinnen. Wer so ein Teil nicht hat, kann natürlich auch von Hand klein machen. Ja, das ist gut genug. Ich will sie nicht zu fein haben. Also das genügt mir dann, wenn die so aussehen. Und diese Krümel gebe ich jetzt hier auf den Rand. Kann ich so von Hand drauf geben, wenn ich möchte. Und so bis ein wenig über den Rand praktisch. Oder ich kann sie so mit dem Teigschraber verteilen. Die Torte ist mit den Krümeln jetzt soweit fertig. Ich habe mir jetzt hier einen Becher, also 200 ml Schlagsahne reingegeben, ein Päckchen Sahne steif und ein Päckchen Vanillezucker. Das Ganze werde ich jetzt mit dem Schneebesen des Rührgerätes aufschlagen. Die geschlagene Sahne gebe ich in einen Spritzbeutel. Hier habe ich eine große Tülle reingemacht. Ich werde jetzt hier auf die Torte so große Blumen drauf geben. Und zwar werde ich mir die Torte erstmal markieren. Ich mache so in der Mitte einen Strich. Und hier noch Striche.
So, damit ich das ein bisschen optisch gleichmäßiger aufgeteilt habe. Jetzt gebe ich auf jedes Stück eine von diesen Blumen. Und drumherum streue ich jetzt die Krümel wieder. Dann sieht man die Schnitte auch nicht. Die habe ich mir ja nur selbst zur Orientierung praktisch gemacht. Wenn ich gleich mit den Krümeln fertig bin, dann ziehe ich auch das Papier raus von den Rändern und habe danach eine schöne saubere Platte. Die Sahnetupfen mache ich jetzt noch etwas größer, einfach um die restliche Sahne zu verbrauchen. Und dann gebe ich noch auf jeden Sahnetupfen eine Schokobohne drauf. Da könnt ihr dann drauf geben, was ihr wollt, ein Smartie oder irgendwelche Beeren, eine Heidelbeere oder eine Himbeere. Und ich werde jetzt auch den Gruß bestellen. Der Gruß geht heute an Katerischka. Sie hat, soweit ich ersehen kann, keinen Kanal, aber sie hat mir schon öfters mal einen netten Kommentar geschrieben und dafür möchte ich mich auch jetzt bedanken. Ich bedanke mich natürlich auch für alle anderen Kommentare und vielleicht kommt ein oder andere von euch auch die nächste Male dran. Ich werde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute und empfehle euch, diesen Kuchen mal nachzumachen. Ich denke, euch wird er auch gut schmecken. Uns schmeckt er jedenfalls sehr gut. Und ich sage euch dann bis zum nächsten Mal.